Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Together mit mir, den Drossen und den Boto. Hallo. Ja, ich war dabei, ja, diese Solarzellen weiterzubauen. Was ja, ihr gerade nicht fest Boto macht. Ich bin am Importieren ins System. Und so. Da hört es. Importieren, weißt, wissen Sie? Ich bin der Import. Trioxid, Acid, Chloride, Chlor, hab ich sonst noch was? Ich mach davon jetzt ein paar hundert. Na gut, was heißt paar hundert? Ich hab ein paar tausend gemacht. Kann man machen, gell? Ich sehe nur eben, wo du sagst, ich habe paar hunderttausend gemacht, wie in der Festplatte hier gelb-grün wechselt. Also das Geschwindigkeitsding hat es da auf jeden Fall platziert. Aber ich will jetzt den Unterschied bauen. Da. Bitte? Ja, bitte. Strom oder Strom? Ja doch, ich muss auf Strom, oder? Wenn in, ist Strom, ja. Okay. Ja, das ist ja für, bei der Solarzelle. Ja, die Maschinen kriegen Strom out und man muss es vom, wie heißt's? Man muss es angucken, wie es an den Ding angeschlossen ist. An kannst du mal bitte zu dem Ding gehen? Zu dem Screen? Und mir gleich helfen. Ich will jetzt gucken, ob der Modifier was bringt. Ja, mich interessiert es nur gerade, ob hier Chlorid verschwendet wird oder ob es nur von vorne geht. Nitrogen Chloride, da ist der Output vorne. Kabel. Import. Geschwindigkeit. Ja, jetzt wird er importiert. So. Ja, jetzt ein Screen. Ich sitze doch schon vor einem. Hast du jetzt eine grobe Zahl? Ich glaube aber nicht, dass die stimmt. Plus 250.000. Und jetzt? Minus 18.000. 250.000. Bleibt bei 250 oder was? Es schwankt zwischen 245 und 63. Ja, warte, ich baue jetzt einfach mal 8 Geschwindigkeitsdinger hin, Alter. Wobei man noch berechnen muss, was hier angezeigt wird auf der Tafel, ist nicht RF, sondern EU. Anders kriege ich es nicht angezeigt. Egal, sehen wir hier gleich. Ups, was bringt. Ey, da braucht man ja schon fast ein eigenes Haus für dein Solarding. Sehen wir ja gleich, ob das was bringt. Oh, wir sind alle. Warte, ich gucke in Cookie. Es blieb bei den 250 bis 60. Also ändert sich nichts. Nee. Warte, kann man das irgendwie noch anders schauen? Auf der Seite, die ich dir mal geschickt habe. Die müsste ich aber noch abgespeichert haben. Welche Seite meinst du, die wegen dem Aufbau? Ah ne, das ist falsch. Und Tisch Solar Array T4 Solar Array Modifier. Was für Modifikationen kann es denn haben? P
Piezo-Modifier kannst du dran machen, dann hast du einen geringeren Stromoutput, aber das Ding arbeitet auch bei Nacht und bei Regen. Nur dieses Pizza kann man hinmachen. Ja. Okay. Soll ich das dran machen? Oder so lassen? Bau dir mal die Piezo und dann gucken wir mal, ob wir noch Plus machen oder Minus. Wenn wir Plus machen, dann kann man es ja lassen. Ich bräuchte aber mal Aber was das Gas. Ding so ausmacht, gell? Die Solarzelle. Ja, das ist ja halt ein Monster. Gas Terminal. Jetzt fehlen mir Logik. Ich habe gleich mal 8 gebaut. Wo sind die Logik? Da sind Logik. 1000. Kriegen wir Plus? Moment. Ja, statt 250 nur noch 180 bis 210. Also. Reicht ja aus. Nee, halt es. 380 auf jeden Fall. Reicht ja aus, oder? Ja. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn du es noch 2 Stufen ausbaust. Ja, aber dafür brauche ich ja erstmal diese Kristalle. Und da, bevor ich die Solarzellen ausbaue, baue ich ja erst den Miner aus. Ich kann hier gucken, was die Batterie sagt. Zurzeit 19 km rein und 25 raus. Warte. Guck mal jetzt. Moment. Sein Solarpanel macht 100.000 F pro Tick. Dein doofes Solarpanel da draußen Macht mehr als der Reaktor. ist 5-mal effektiv als das Ding hier in der Mitte. Ich glaube, ich baue den Reaktor größer. Ja, den können wir gerne haben. Von der ersten Etage bis zur maximalen Etage hoch, wo wir fertig sind im Haus. Aber dann reicht ja nicht die Breite, oder nicht? So wie der ist, einfach nur stur nach oben ziehen. Was für eine Höhe hat denn der? Der hat gerade eine Höhe von 89. 80. 89, wenn ich Neun richtig. Blöcke. Und 256 ist Maximalhöhe. Ja. Hier oben hin. Kann man doch mal machen. Und das Jetpack finde ich realistisch. Du musst ein bisschen abbremsen, wenn du von oben irgendwo runterdonnerst. Oder man schlägt einfach auf. Warte. Okay. Ha. Weißt du, woran mich das erinnert? An was? Einfach nur genial. Habe ich noch ein Kabel im Inventar? Ja. Houdini. Und wieder verstehe ich bei Houdini. Wie heißt die Crystal? Ich hab 10 Stück.
da musste ich mich mal muten. Und ist reingekommen. Ja, darf ich was trinken? Weil ich die so zu Sau gemacht habe, dass sie im Bett bleiben sollen. Block Nummer 1 ist fertig. So, genug damit. Im Endeffekt könnte ich noch eine zweite davon bauen. Wir haben jetzt schon mit dem keine Stromprobleme mehr. Also, ja, dann kann ich mich mal wieder an... Wo bin ich hier jetzt gelandet? Guck mal. Was? Ich hab ja eine Tankstelle. Oh Mann! Hör doch auf mit dem Spaß. Ich hasse dieses ME-System langsam. Warum? Dass man da nicht Stahlzahnräder machen kann, fast nicht langsamer. Passiert. Passiert, sagt er. Oh, hey, grüne Farbe. Ha! Wir haben Kaktüsse. Füße. Kakteen. Was Füße? Kaktüsse. Die geben doch hey, grüne Farbe, oder nicht? Die geben grüne, wenn du die in den Ofen feuerst und dann mit Bone Meal, das ist hellgrün. Kaktusgrün, bringen die. Oder? Ich zeig dir mal was. Nö. Ja. Dann kann man das Ding nutzen, wo du gefragt hast, warum das so schießt. Okay. Schwebemodus hier drüber. Den Klostein hier rein. Und jetzt warten, bis hellgrün ist und dann reinfallen. Und mit ganz viel Pech wird es gelb und eingesaugt. Dann kannst du ein neues Lapis reinschmeißen. Da. Den Rest kannst du ja reinschmeißen, dass es weiter färbt. Gib mir mal ein hellgrünes. Da liegen welche. Geh mal hier an ein Vakuum-Chest. Ach du Scheiße. Edit Filter Settings auf das Zahnrad und tu mal da auch ein hellgrünes rein. Hab ich. Wieso ist da jetzt grauer Farbstoff drin? Zufall. Jetzt ist ein grünes drin. Da, bitteschön. So. Guck mal, der Modifier ist schon geil. Jetzt haben wir trotzdem noch... Ne, jetzt... In der Nacht machen wir Minus. Aber das Ding powert unsere Batterie so voll, dass wir es gar nicht merken. Wenn du jetzt mal ehrlich bist. Ja, schon.
260.000 pro Tick. Was hast denn du jetzt gemacht? Monster gekillt. Der Tod der Monster. Weil ich schon wieder drei Skelette gesehen habe, die mich angreifen wollten. Und dachte, diese sind. Ja. Maschine. Was? Du hast einen Drehwurm? Ja, Mann. Und die Blöcke. Oh. Dann brauche ich zwei davon, einen Motor. Einen Motor. Power Input. Input. Oh neu. Okay. Dann brauche ich insgesamt Input Hedge, glaube ich. Yes. Input Hedge und Output Hedge. Und dann neue Maschine bauen jetzt. Nix große Maschine, deswegen glaube ich schneller. Oh, die Schippe. Ich baue einfach hier hin. Kommst du da hin? Oder ist kein Teil hin? Leer, 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 leer. Alles ist leer. So, da brauche ich davon die Proben. Und dann wird spaßig. Kommt da schon das Output hin, oder was? Nee, was? Hä? Was habe ich da noch nicht im Motor? Oh, Bruder, warum machst du nach unten? Weißt du, was krank ist? Was? Die Festplatten, die wir jetzt haben. Wieso? Du kennst doch ME-System. 1K, 4K, 16 und so weiter. Ja. Die Festplatten, die ich für Gas gebaut habe, sind 4096K Festplatten. Na Mann. Das ist einiges an Speicherplatz. Ach, wirst du jetzt hier zum Mechaniker, dass du hier Maschinen aufbaust? Also wirklich handwerkliche Maschinen. Jetzt wurde was davon in der Input. Da, wo du einen Input-Hedge gesetzt hast. Ich weiß nicht, wo der war. Was fragst du mich? Ich weiß nicht, was war. So, das Ding lasse ich laufen, bis die Maschine leer ist. Bis leer sein, boom. Ja, das ist Schwefel, das ist teuer. Hier ist Output, hier ist Input. Dafür müssen wir beide sehr viele Zwiebeln fressen, um so viel Schwefel zu haben. Nee, ich müsste Mais essen.
Na, ja, dann halt Meißner, hui. Oh Gott! Aber wir sind schon am Ende. Okay. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.